Roman Rösli, herzliche Gratulation, Sportler des Jahres 2020. Was ist das für ein Gefühl? Danke vielmals. Ich freue mich natürlich außerordentlich. Es ist eine grosse Ehre für mich, den Preis zu gewinnen, weil wir in unserem Kanton so viele gute und coole Sportler und Sportlerinnen haben. Darum ist es wirklich eine sehr grosse Ehre für mich, den Preis heute zu gewinnen. Es war ein besonderes Jahr, unter Corona gestanden, ganz im Zeichen. Wie schaust du zurück auf die sportlichen Jahre? Ja, es war definitiv ein spezielles Jahr, ich denke für alle, für Sportler und Nicht-Sportler. Es hat sicher auch Herausforderungen gegeben für uns im Trainieren. Wettkämpfe sind abgesagt worden, Olympia ist verschoben worden. Immerhin haben wir die Europameisterschaft und die Schweizer Meisterschaft können durchführen im Rudern. Das war so das Highlight des Jahres. Auf das haben wir auch heute trainiert. Und jetzt freue ich mich aber wirklich, dass diese Saison jetzt eigentlich wieder einigermaßen normal läuft in Bezug auf Wettkämpfe. Kannst du etwas Spezielles mitnehmen? Hast du etwas Spezielles gelernt oder spezielle Erfahrungen gemacht im letzten Jahr? Schwierig zu sagen. Wir haben relativ normal weiter trainiert. Aber sonst, nein, es war nicht irgendetwas mega speziell. Einfach halt, wir mussten in kleineren Gruppen trainieren, weniger Kontakt gehabt. Also ich freue mich, wenn dann wieder alles normal ist. Von dem her, das Spezielle bin ich froh, wenn das noch nicht mehr ist. Von dem her, ja. Aber es war voll okay, wie es gesehen ist. Ja. Steht der eine Grossanlass vor der Tür? Da weiss man ja auch noch nicht recht, findet der statt. Was denkst du, was erwartet uns und dich im Sommer? Ich bin eigentlich relativ optimistisch, dass die Olympischen Spiele durchgeführt werden. Es ist gerade jetzt heute oder gestern ist auch der ganze Prozess in die letzte Phase, also in die Ausführungsphase übergegangen. Man hört immer wieder, dass das japanische Volk nicht so Freude hat. Aber trotzdem denke ich, wird es irgendwie durchgezogen. Und ich als Sportler oder wir Sportler wären wirklich mega froh, wenn es durchgeführt wird. Ich denke, sie haben auch wirklich spezifische Massnahmen ergriffen, dass das auch sicherheitstechnisch mit Corona vertretbar wird sein. Wir werden auch nicht lange dort sein, also wirklich eigentlich in das Dorf reisen und dann nur im Dorf und an der Venue, also am Regatta-Gelände sein. Und nachher, sobald die Rennen vorbei sind, werden wir wieder zurück in die Schweiz, dass wir eigentlich das Risiko minimieren können. Kommt dazu, dass in die meisten Leute geimpft sind. Wir werden jeden Tag einen Test machen müssen. Also, ja, ich denke, es wird durchgeführt und ich hoffe auch wirklich, dass es durchgeführt wird. Das ist mit Abstand das grösste Ziel der letzten paar Jahre. Ja. Apropos Ziel, wie sind deine in Tokio? Wir haben jetzt wieder gesehen, im Weltcup Luzern, das Niveau ist relativ hoch. Es wird hergeschossen, sind alle Athleten wirklich bereit und fit. Aber ich denke, wir halten unserem Ziel fest, dass wir wirklich eine Medaille gewinnen wollen in Tokio. Nach wie vor denke ich auch, dass es möglich ist. Aber es wird sicher nicht einfach. Es sind etwa 10 Boote, die Ambitionen haben, die das wirklich gewinnen können. Und darum wird es wirklich einen mega harten Kampf geben in Tokio. Roman Rösli, nochmal herzliche Gratulation. Viel Glück in Tokio. Vielleicht kommen wir Medaillenzusatz über im Kanton Luzern. Wir würden uns freuen. Alles Gute, beste Gesundheit. Danke vielmals.